Guten Abend. Was hat CO2-Anstieg mit ChatGPT zu tun? Es war interessant. Mich hatte immer gewundert, dass da so gestochene Antworten daherkommen. In den letzten paar Videos, da kamen ja Leute, die haben ein Zeug geschrieben und alles in relativ korrektem Deutsch und so weiter und so fort. Hat mich echt gewundert. Und da kam mir doch der Gedanke, haben die das vielleicht mit ChatGPT gemacht? Und der Verdacht liegt nahe. Ich habe dann Folgendes getan. Ich habe dann ChatGPT mich angemeldet, kann man kostenlos, und habe gefragt, ob ich auch in Deutsch, das muss man schriftlich machen, in Deutsch schreiben kann. Ja, natürlich, ich spreche Deutsch und stehe dir gerne zur Verfügung. Wie kann ich dir helfen? Dann habe ich geschrieben, danke. Eine Menge Leute sagen, dass CO2 das Klima beeinflusst. Warum sagen die das? Und da schrieb ChatGPT, es ist wichtig zu beachten, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft sich einig ist, dass menschliche Aktivitäten insbesondere, so und jetzt nicht gleich in die Tasten hauen, erst zuhören, es kommt noch besser. Und so weiter und so fort, bla, bla, bla. Die Aussage, dass CO2 das Klima nicht beeinflusst, ist ein weit verbreitetes Missverständnis, das oft von Personen verbreitet wird, die nicht über ausreichende wissenschaftliche Kenntnisse oder Informationen verfügen, und so weiter und so fort. So, die leugnen deswegen auch absichtlich und. Habe ich geschrieben, danke. Das muss ich jetzt erst gedanklich verarbeiten, da fehlt ein N. Ich melde mich dann wieder. Und da schreibt doch sofort dieses Programm gerne, nimm dir die Zeit, die du brauchst, um dich mit den Informationen auseinanderzusetzen. Wenn du weitere Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Ja. Ich habe danach eine Weile geschrieben, eine Frage noch bitte. Nur das, ne? Klar, gerne. Was möchtest du wissen? Können wir auch miteinander sprechen? Als künstliche Intelligenz bin ich nicht in der Lage zu sprechen, da ich keinen Körper habe. Aber ich kann mit dir schreiben und dir auf diese Weise helfen. Wenn du weitere Fragen hast oder etwas Bestimmtes besprechen möchtest, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Naja, ob denn unsere heutigen Schüler und Studenten das noch lesen können im Zusammenhang? Okay, ich schrieb danke, dann bis später. Und es kam natürlich sofort die Antwort, kein Problem. Ich stehe dir jederzeit zur Verfügung. Bis später. Donnerwetter, ne? Also gut. Ich schrieb dann, da bin ich nochmals. Das lässt mir keine Ruhe. Es schrieb da jemand, ohne die 0,04, Moment, das zeige ich mal im Original. Werner Genske hat geschrieben, ohne die 0,04% Kohlendioxid in der Luft würde kein Grashalm wachsen. Der CO2-Popanz würde geschaffen, um den Menschen auch damit das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das größte Problem ist aber die Umweltvernichtung durch Flächenversiegelung und so weiter und so fort, schrieb er dann. Und, ja, das liebe Programm, ne? Aber warum hat es das gehighlightet und this content may violate our content policy? Also, kann sein, dass da jemand irgendwie gewaltsames Zeug oder böse schreibt, ne? Popanz vielleicht und so weiter. Also, seine Antwort hat er dann aber sofort beantwortet. Es ist wichtig zu beachten, dass Kohlendioxid, in Klammern CO2, ein natürlicher Bestandteil unserer Atmosphäre ist und von Pflanzen für die Photosynthese benötigt wird, um zu wachsen. Ohne CO2 in der Atmosphäre wäre das Leben auf der Erde nicht möglich. Also er redet einem zum Munde und zwei und so fort. Allerdings ist auch wichtig zu beachten, dass menschliche Aktivitäten dazu führen, dass CO2 und andere Treibhausgase in die Atmosphäre freigesetzt werden und somit den natürlichen CO2-Kreislauf stören. Dies kann zu einem Anstieg der durchschnittlichen globalen Temperatur führen, was wiederum und so weiter. Wenn wir ruhig bleiben, nicht gleich in die Tasten hauen, es kommt noch schöner. Es ist jedoch auch wichtig, und jetzt geht das Luder doch tatsächlich auf die Umweltprobleme ein, ne, und dass es nicht alles nur darauf beschränkt ist und bla bla bla. Das hat mich wirklich tatsächlich auch wieder stark erinnert an diese gestochenen Fragen in letzter Zeit. Und ich wette, wenn man dort die Antworten eingibt, die wir geben, dass die dann ChatGPT zur Hilfe nehmen und dann zurück antworten, sagen wir es mal. Ja. Naja, gut. So, dann schrieb ich, andererseits, ich war natürlich ein Luder, ne? Andererseits antwortete jemand so, so wahr, wer nichts weiß, muss glauben. Das war ich nicht, sondern es war ein anderer. Und wer nichts glauben will, muss eher recherchieren und sein Wissen vergrößern. Das erscheint mir vernünftig. Habe ich dann geschrieben, das erscheint mir vernünftig.
Und natürlich eine geschwollene Antwort. Es ist auf jeden Fall wichtig, eine fundierte Meinung zu bilden und so weiter und so fort und. So, nach einer Weile habe ich geschrieben, so, da bin ich wieder. Schön, dass du wieder da bist. Kann ich dir bei etwas weiterhelfen oder hast du weitere Fragen? Also wirklich ein väterlicher Freund. Ja, schrieb ich. Eine Frage habe ich. Da schrieb jemand, das bin nämlich ich gerne mal, CO2 hat eh kaum Wirkung auf das Klima. Ich schrieb weiter, er hatte das auch sehr schlüssig begründet. Das macht mich unsicher. Was kann ich dem entgegnen? Und genauso in dem gleichen Stil kommt dann, es ist wichtig zu beachten, dass CO2 ein Treibhausgas ist, das Wärmeenergie aus der Erdoberfläche einfängt, und zur Erwärmung der Atmosphäre beiträgt. Dieser Effekt wird als Treibhauseffekt bezeichnet, ja, und so weiter. Und dann belehrt er mich in der gleichen schwülstigen Art und Weise und. Also wer hier wirklich keine Ahnung hat, der kann das gerne. Nee, gerne. Sage ich das auch schon, diesen Blödsinn. Der kann das von mir aus gerne zur Beantwortung nehmen, aber mittlerweile nach dir, ich höre trapsen. Alles klar. Das hat jetzt schon 6 Minuten gedauert, tut mir leid, aber ich hoffe, es war interessant. Genug, um den Rückschluss zu bilden. Leute, erwerbt Wissen, denn man fällt auf diesen Idiotenkram, also solche vorgefertigten Antworten, sehr schnell rein. Zumal sehr, 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 sehr väterlich und nett und klug klingen. Aber wir wissen auf jeden Fall, was das für komische, das sind keine Bots, sondern das sind einfache irgendwelche Leute, die ansonsten wirklich einen gruseligen Stil haben. Das könnte man jetzt alles ausprobieren, aber die sich dann dieses Programm zur Hilfe nehmen und da sie wissen, dass das sowieso ganz in deren Sinne antwortet, werden die das machen. Da wette ich. Oder wenn Sie, meine Damen und Herren, andere Erfahrungen haben, dann hinein damit in die Kommentare. Nett bleiben, cool bleiben. Solchen Spaß wie mit diesem, dass CO2 gefährlich ist, das machen wir lieber nicht mehr. Denn es gibt schnell Missverständnisse. Na gut, also, ein schönes Wochenende, falls wir uns vorher nicht mehr hören. Aber das wollte ich nochmal nachgetragen wissen. Bis später. Tschüss, tschüss.